Hosch Gangers bei KFZ. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich einen sehr interessanten Fall. Es geht um einen Ford, aber da kommen wir gleich noch dazu. Golf hier, unser Scheunenfund. Hier ganz interessant, vielleicht für den einen oder anderen, wie so ein kaputter Flansch mal aussieht, ne? Wo ja mal richtig schön Luft gezogen wird. So sieht das aus. Hier haben wir Ford C-Max. Da haben wir jede Menge Verschleißteile gewechselt und dann meinte der Kunde, Yunus, wechsel mal die Drosselklappe. Da meinte ich so, die Drosselklappe, warum? Hab mir den Wagen angeschaut, hab gesagt, nee, da ist keine Drosselklappe kaputt. Ich sage euch jetzt, was er alles macht. Also im kalten Zustand muss man den sogar ein, zweimal länger orgeln lassen. Plus, der geht aus. Wenn er nicht ausgeht, dreht er hoch. Der verbraucht sehr viel, hat keine Leistung. Im Gasbetrieb läuft er schlecht und im Benzinbetrieb läuft er schlecht. Genau, hat eine LPG-Anlage ab Werk. Der war insgesamt in 3 Werkstätten und die haben alle keine schlechte Arbeit gemacht. Ich will auch niemanden hier schlecht reden oder so, gar nicht. Ne? Jeder hat seine Arbeit gemacht. Der eine konnte mehr, der eine weniger, aber ist ja nicht schlimm. Die haben aber nichts Falsches gemacht. Deswegen, ich mag auch sowas nicht, wenn einer irgendwie sofort den anderen schlecht macht. Genau, weil das geht immer schnell. Ne? Lambasonnen wurde gewechselt hier, hier wurden Zündspulen gewechselt. Der wurde durchgecheckt, Kompression wurde gemessen, aber der Fehler ist weiterhin da. Und ich zeige euch jetzt den Fehler. Das Problem ist, davor muss ich jetzt auch den einen oder anderen in Schutz nehmen. Ja, mir überhaupt keine Spannung, das ist eine Umlenkrolle. Bei den Ford-Modellen habt ihr keinen Spanner. Das heißt, ihr müsst den Flachriemen immer drauf schieben. Es gibt Spezialwerkzeuge dafür, aber die könnt ihr in eine Tonne kloppen bei dem. Bringen nichts. Da gibt es einen Trick, wenn ihr mal irgendwann wollt, dass ich das euch mal zeige, ist ganz einfach. Dann macht ihr sowas ehrlich in ein paar Minuten. Der hat natürlich Geräusche gemacht, ne? So richtig laute Geräusche. Ihr kennt das, wenn ihr den Wagen anmacht, dann jault es. Wo ich den auch zum ersten Mal gehört habe, habe ich auch gesagt, hier, die Rolle ist kaputt, die Rolle wechseln wir erstmal. Dann haben wir die gewechselt, aber haben gemerkt, es ist ja immer noch da. Und jetzt zeige ich euch, was er macht. Hörst du das? Komm mal näher. Guck mal. Wie ihr hört, der dreht sehr hoch. Wir haben über 1000 Umdrehungen. Der stottert beim Gas geben. Guck mal, wie langsam der runtergeht. Ne? Es hört sich an wie der Flachriemen, aber ist es nicht der Flachriemen. Weil ich habe den abgehabt und habe den auch gestartet. Der hört sich genauso an. Deswegen. Jetzt werden wir den einmal auslesen und mal schauen, was für ein Fehler der uns anzeigt. Unser Bosch-Tester mit dem KDS 560 Easytronic. Für mich persönlich das Geilste, was es gibt. So, kurze Schleichwerbung. So, zünden wir mal an. Easytronic machen wir auf. Also ich arbeite mit Easytronic, mit Bosch, seit 2004 arbeite ich mit Easytronic. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich letztens noch eine Schulung mit Easytronic hatte. Unglaublich, was noch alles dazugekommen ist. Bei Easytronic ist das so einfach. Komm, ich zeige euch das mal eben. Schlüsselnummer eingeben. API, zack, er sucht sofort das Modell raus. Der erste hier geht. Als Fehlerspeicher sehr interessant erstmal zu sehen, was hat der, was macht der. Ne? Hier ECU haben wir sofort gefunden. Das Ding ist so extrem schnell, das ist nicht normal. Ich liebe einfach Bosch. So, jetzt bin ich drin. Hast du gesehen? So, Fehlerspeicher, Lambda-Sonde. So, Anschlag zu fett. Warum wohl? Weil wir Falschluft ziehen. Ihr geht auf Handbücher zum Beispiel und dann könnt ihr alles raussuchen. Lambda. Motorsteuerung, Lambda, Fehlersuche. Hier, gehen wir nochmal drauf. Prüfvoraussetzung und. Er zeigt euch alles. Das finde ich beim Easytronic so geil. Du hast diese Abbildung. Du kannst da natürlich schön reingehen. Du kannst das Ganze natürlich gucken. Wo sitzen die? Hier sieht der hier Ansaugbrücke. Hier Einspritzdüsen, Ansaugbrücke. Ne? Hier geht er raus. Die erste Lambda-Sonde sitzt sofort hier vorne. Hier ist der Cut und die Nachsonde. Hier könnt ihr sogar gucken, was ihr messen sollt, wie ihr es messen sollt. Das steht alles hier drinnen. Das habe ich noch in diesem Lehrgang noch gelernt. Gesamtwegstrecke können wir hier komplett auslesen. Das heißt, ihr kauft euch ein neues Auto und seid euch nicht sicher, hat er diesen Kilometerstand oder nicht. Die neueren Fahrzeuge sind ja so, ihr habt ja noch nicht ein Steuergerät verbaut. Ihr habt natürlich teilweise 20, 30 Steuergeräte verbaut. Es wird bei jedem einzelnen Steuergerät die Kilometeranzeige festgelegt. Das heißt, wenn die da was manipulieren und du eine Tiefendiagnose machst, könntest du vielleicht, ich sag mal, in Lichtsteuerung, da war dein Standlicht kaputt, vorne links, bei 333.000 vor
7 Monaten und du kaufst den Wagen angeblich für 100.000, kannst du hiermit erfahren, ob es stimmt oder nicht. Hier, Alter, komm, machen wir mal. Jetzt wird ausgelesen, 211.09. Stimmt, hat er auch. Ne, könnte sogar Getriebesteuergerät stehen, könnte Lichtsteuergerät stehen und. Je nachdem, was für ein Auto ihr habt. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ein neues Auto kauft, kommt ruhig vorbei. Wir können es einmal auslesen. Entwickelt sich die ganze Autoindustrie weiter. Und was passiert? Das neue OBD-System ist so, die neuesten Fahrzeuge jetzt mittlerweile, ihr könnt die Autos nur noch auslesen. Eingriff in den Steuergerät könnt ihr nicht mehr machen. Ihr könnt nichts mehr löschen, ihr könnt nichts kodieren und so weiter. Aber bei Bosch, wenn ihr jetzt so ein Easytronic habt, könnt ihr hier draufklicken, dann könnt ihr euch einmal registrieren. Ich bin jetzt registriert, aber ich habe jetzt kein neues Fahrzeug da. Dann schaltet dieser Tester den Wagen frei. Wir können den Fehlerspeicher auslesen, Fehlerspeicher löschen und gegebenenfalls was anlernen oder kodieren. Das können wir dann. Dann könnt ihr das wie gehabt vorher das Ganze nutzen. Ich feiere es irgendwo, weil ich gebe ja sehr viel Geld aus für Tester. Der ein oder andere wird es natürlich nicht feiern, ist ja klar. Aber ich finde es gut, weil dann können endlich mal Leute dran, die auch dafür geschult sind, ne? Und nicht irgendwelche Leute da, die da dran gehen und dann irgendwas manipulieren. Und dann kriege ich den einen oder anderen Anruf hier, ey, mein Auto läuft nicht. Wartung, Bremsflüssigkeitwechsel, Batteriewechsel, Scheinwerfereinstellung und. Hier global OBD2 über online das Ganze machen. Die ganzen Steuergeräte nochmal auslesen, das machen wir jetzt gleich auch. So, kommen wir zu unserem Fehler nochmal, Aldosch. Hier ESP haben wir einen Fehler. Wir haben auf jeden Fall ein Problem. Lambda-Sonde zeigt er uns an. Läuft zu fett, sagt er. Und wir hören einen Zischen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das finden. Falls euch das interessiert, ich habe einen A418T. Da haben wir Fehlerquellen en masse. Wenn ihr Bock habt, weil ich muss da echt mit dem Tester hier, muss ich dran gehen, ich muss Schaltpläne anschauen. Ja genau, hier könnt ihr auch Schaltpläne anschauen. Hier Nockenwellenantrieb, da kannst du ja zum Beispiel gucken, wie macht ihr Kraftstoff, Motorsystem und. Ihr könnt alles machen. Nockenwellenantrieb, gehen wir drauf und dann wollt ihr, ich sag mal hier Steuerkette erneuern und dann könnt ihr hier sehen, was ihr an der Steuerkette braucht. Hier siehst du das? Mhm. Was braucht ihr an der Steuerkette? Wie könnt ihr das Ganze verbauen? Letztens noch einen Zahnriemen gemacht, egal wie oft er das macht. Ich drücke mir das einfach aus, dann weiß ich immer, auf was ich achten muss und was nicht, was ich da machen muss, genau wie viel Newton. Alles ist hier drauf. Ich mache ja sehr viel mit Elektrik, das heißt, für mich ist sowas eigentlich undenkbar, wenn ich sowas nicht haben würde. Also ich müsste ungefähr 100 Stunden Video machen, um euch das zu zeigen. Es ist ganz einfach aufgebaut und das Ding ist geil. So, wir kommen aber erstmal zu unserem Auto, weil gleich bei diesem Modell wird das sehr interessant. Da gehen wir mit dem Bosch-Tester auch ein bisschen tiefer rein. Hier, ne, das ist ja Bluetooth gesteuert. Ihr könnt echt im Büro, im warmen Büro sitzen und das Ding kann 20 Meter entfernt sein, sogar mehr. Und ihr könnt trotzdem auslesen. So geil ist das Ding. Falschluft, wo genau, kann ich euch nicht sagen, aber das werden wir jetzt hoffentlich herausfinden mit euch. Der reagiert gar nicht, ne? Gar nicht. Ist doch klar, dass wir den Fehler nicht finden, aber wenig sprühen. Nicht, dass ihr Probleme habt und das Ding fackelt euch ab oder so, ne? Ja. Man hört, dass er Falschluft zieht. Er reagiert auf nichts. Es kann ja sein, dass es über die LPG-Anlage irgendwie, dass er undicht wird, ne? Die werden ja auch irgendwann porös. Die Leitung, bei dieser Ansaugbucke, es ist geklebt, weil man sieht ja, Lichtmaschine ist neu, viele Sachen wurden hier erneuert. Und wenn man hier einmal falsch drauf kommt auf der Ansaugbrücke, dann ist der kaputt. Dann hat man Haares, das sieht man nicht sofort und irgendwann zieht er da Luft. Aber anscheinend haben wir hier kein Problem. Aber so ein minimaler Riss würde auch dazu führen, oder? Zu so einem Piepen, Quietschen. Aber hier ist kein minimaler Riss, also das hörst du ja richtig. Mhm. Also ich schätze mal, hier haben wir schon etwas größeres Problem. Also hier ist alles dicht. Wir werden den jetzt hochheben, dann werden wir den starten und versuchen von unten auch zu sprühen.
gehört? Ja. Oh. Boah, das ist so ein gemeiner Fehler. Du wartest schon? Ja, ja. Okay. Achte mal. Über den Anlasser ist ein Schlauch. Da, genau hier. Siehst du das? Aber da genau, wo ich hinschaue. Hörst du aber, ne? Auf jeden Fall. Der reagiert. Fehler haben wir gefunden. Es ist genau von der Kurbelwellenentlüftung ein Schlauch zum Ansaugbrücke. Das Ding hat einen Riss. Anscheinend einen großen Riss. Keine Ahnung, vielleicht ist es sogar ab. Ach, ich werde jetzt einmal bei Ford anrufen und fragen, ob dieser Schlauch da ist. Und wenn es da ist, werde ich das ganz kurz abholen und dann zeige ich euch den Schlauch. So, bis gleich. Ich war bei Ford. Ihr seht, das ist ein Originalteil. So sieht das Ding aus. Das kleine Ding? Ist der Übeltäter? Das kleine Ding, aber achte mal, wie dick der ist, ne? Also der ist richtig dick. Und das Geile ist, das ist so verbaut, es ist so verbaut. Von oben seht ihr das nicht. Kommt ihr auch nicht dran, ihr könnt auch drauf sprühen, passiert nichts. Über den Anlasser, ganz minimal, sieht man das nicht. Bau das Ganze mal ein und dann mal schauen, ob das daran lag. Und ich bin mal gespannt, wie der aussieht. So viel Falschluft zieht, da kommt alles hin. Der zieht nicht, hat keine Power. Landersonde wird immer wieder erneuert. Ich glaube, der hat die dritte Landersonde schon drin. Ja, kann passieren bei Falschluft. Zu fett, was passiert? Landersonde verbrennt. Ich werde das jetzt einbauen, wir sehen uns gleich. Eidosch ist leider nicht da, ich muss jetzt selber filmen. Das ist der. Das ist der Hammer. Wie der verbaut ist, ist die Hölle bei diesem Auto. Das Ding auszubauen, das ist ein Knochenjob. Also die Leute, die bei Ford arbeiten und nur am Ford schrauben, die tun mir leid. Die werde ich jetzt einbauen, dann werde ich das Ganze zusammenbauen und werde noch ein, zwei Dichtungen ändern. Die besorge ich auch eben und danach schauen wir mal, ob das Ding auch schön läuft. Ich bin fertig auf jeden Fall, auch mit den Nerven. Ich meine, wenn man einen Motorschaden hat und das Ding hier ausbaut, komplett und wieder zusammenbaut, ist es eigentlich nicht so viel, ne? So viel an Arbeit, aber wenn ihr in eingebauten Zustand das Ding hier abbaut, Hölle. Das Ding war komplett hier gerissen. Und dann hat er natürlich Falschluft gezogen, die habe ich die selber aufgeschnitten, damit ich ja nichts kaputt mache, weil das Gute ist ja, macht ihr irgendwas da kaputt an der Ansaugbrücke oder da ist ja noch so ein Stopfen, wo ihr das dran macht, schneidet das auf, holt es raus, ansonsten macht ihr das da kaputt, dann baut ihr das ein, hat einen Haarriss und das Gleiche könnt ihr nochmal machen. Ich will ihn jetzt mal starten. Ihr wisst ja, wie er davor war. Der hat hochgedreht. Und jetzt schauen wir mal, ob er jetzt vernünftig läuft oder nicht. Da sieht man, ne, wie schnell er Drehzahl annimmt. Und der läuft jetzt schon unter 1000. Ja, der läuft gut. So, sehr gut. Funktioniert. Ne, wie Kfz funktioniert. Das ist gut. Natürlich muss das Steuergerät sich jetzt wieder anpassen, weil er ja ganz fett gelaufen ist, ne? Zu viel Luft gezogen. Jetzt musste die Drosselklappe sich wieder anlernen. Der braucht jetzt eine Weile, bis er wieder vernünftig, richtig zu 100% gut läuft. Davor war das ja so, du hast Gas gegeben, hat er langsam gestottert und er hat ewig gebraucht, bis er runterkommt. Jetzt nimmt er Gas an, läuft gut, läuft in der Drehzahl sehr gut. Alles nochmal kontrollieren, dann kann ich den Kunden anrufen und der freut sich natürlich, weil er den Fehler natürlich hier, ne? Ein, zwei Werkstätten haben das ja nicht gefunden, den Fehler. Und jetzt haben wir den Fehler gefunden und der wird sich freuen. Er denkt dann, boah, cool, nur so ein Schlauch. So ein Schlauch kostet 60 Euro übrigens. Plus, die Arbeit wird auch noch einiges kosten.